Okay, Leute, ich habe heute was richtig Krasses gefunden. Und zwar habe ich ein TV-Ei, beziehungsweise zwei TV-Eier gefunden. Und die werde ich heute hier brühen lassen. Aber ich weiß nicht, ob das Ganze funktioniert. Ihr seht hier schon, ich habe Redstone mit meiner Energiequelle verbunden. Die führen hier zu den beiden Behältern, die verbunden sind mit einem Gitter, dass dort auch schön Elektrizität rüberkommt. Und wenn ich diesen Hebel hier benutze, müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Wartet mal. So. Okay. Ihr seht, Elektrizität funktioniert auf jeden Fall. Boah, ich muss euch jetzt unbedingt noch die Eier zeigen. Die habe ich gefunden und die gibt es so gar nicht in Minecraft. Aber wenn ihr das Video bis zum Schluss schaut, dann werde ich euch mein Geheimnis verraten, woher ich die Eier gefunden habe. Ich muss die jetzt erstmal holen. Die sind bei mir... zu Hause. Jimmy, was machst du denn hier? Hey, Jim, ich weiß nicht, was du meinst. Ich war gar nicht da. Ich habe jetzt keine Zeit. Wir sehen uns später. Tschüss, Jimmy. Tschüss. Ah, okay, Leute. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für Jimmy. Aber gleich, ich muss euch erstmal die Eier zeigen. Schaut mal. Oh, wow, TV-Ei. Die sind so selten in Minecraft. Und, die muss ich jetzt in meinen Behälter reintun, damit ich sie brühen lassen kann. Und dann müsste dort ein TV-Mann kommen. Oh, ich bin so gespannt, was da rauskommen wird. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Behälter, wie ich hier hochkomme. Ist Jimmy noch in der Nähe? Jimmy? Braxy? Oh, was für ein Zufall. Was gibt's? Kannst du mir vielleicht noch Erde geben? Ja, ich hab ein bisschen Erde hier. Dankeschön. Ich erzähl dir später, was ich mache, okay? Alles gut. Aha. Leute, Jimmy ist immer so misstrauisch. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hab doch nichts gemacht. So, dann muss ich jetzt einmal hier kurz hochbauen. Und das Ei hier reinwerfen. Wow, wie cool. Das Ganze muss ich jetzt hier drüben... Oh, Mann. Hier drüben auch machen. So, und das zweite Ei hier reinwerfen. Oh, Leute. Wartet. Schaut euch das mal an. Oh, okay. Jetzt muss ich hier nur noch die Elektrizität verbinden. Und los geht's. Wow. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Eier ausbrüten. Und dann können wir schauen, was dort draus entstehen wird. Boah, wie cool. So, ich muss jetzt hier erstmal... Oh, Jimmy, was ist denn? Da war eine Maus und die wollte reingehen und ich habe sie wegverscheucht. Hm? Okay, ich bin jetzt weg. Tschüss, Jimmy. Tschüss. Hä? Ist da Musik bei Odis Haus? Hört ihr das? Oh, Odi. Odi ist zurück, Freunde. Oh mein Gott. Odi. Odi, Odi, Odi. Odi macht die Tür auf. Oh, er ist zurück. Oh, mein bester Freund ist wieder da. Oh. Oh, Odi, lass dich drücken. Oh, oh, oh. Ich hab dich so vermisst, Mann. Wie war dein Urlaub? Es war richtig warm, Braxy. Wir hatten 1000 Grad am Strand. 1000 Grad? Boah, wie cool. Ha, Leute, wenn ihr euch genauso sehr freut wie ich, dass Odi zurück ist, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Denn wir stehen kurz vor den 100.000 Abonnenten. Und allein schaffe ich das nicht. Und ich freue mich so, dass Odi da ist. Ha, Odi, wir müssen das Jimmy und Niki zeigen, dass du zurück bist. Komm schon. Na los. Jimmy. Hm? Schau mal, wer zurück ist. Odi! Du bist ja richtig braun geworden. Boah, wie cool. Braxy, warum hast du mir nicht gesagt, dass er wieder da ist? Das habe ich gerade selber erst gesehen, als ich die Musik gehört habe. Wolltest du uns überraschen? Eigentlich wollte ich eine Überraschungsparty machen, aber ihr wisst ja jetzt, dass ich da bin. Oh, jetzt müssen wir nur noch Niki Bescheid geben, weil es schon dunkel wird. Wo ist Niki eigentlich? Ja, doch sein neues Haus da hinten. Oh, Odi, kennst du Nikis Haus schon? Hä? Was für ein Haus? Ich dachte, der schläft bei Schleim hier. Nein, der hat sich ein neues Haus hier gemacht. Schau mal. Hier ist Niki. Wie cool. Niki. Mach die Tür auf. Kommt rein, bitte. Nein. Hä? Niki. Odi. Odi, ja. Du bist wieder da. Wie war dein Urlaub? Richtig schön. Okay, oh, super. Leute, da ihr jetzt alle da seid, kann ich euch ja verraten, was ich gefunden habe. Hm?
Ich hab die seltensten TV-Eier gefunden. Nein, 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 Brexy. Nein. Wir wissen. Soll ich die mal sehen, Brexy? Mhm. Kommt mit, die sind in meinem Labor. Es wird auch schon dunkel. Und ich muss sie brühen lassen. Und dann müssen wir schauen, was da rauskommt. Denkst du nicht, dass es ein bisschen gruselig ist, Brexy? Nein, warum denn gruselig? Passiert doch nichts. Das sagst du so einfach. Schaut mal, hier sind die TV-Eier. Aber was ist, wenn die schlüpfen? Die sollen ja schlüpfen. Ich will ja wissen, was da rauskommt. Aber das dauert ein paar Tage, Jimmy. Hab keine Angst. Ich würde sagen, es ist jetzt dunkel. Wir sollten alle schlafen gehen. Man sollte kann das ich kurz kaputt dein Klo machen. Benutzen, Brexy? Nee, ich hab kein Klo. Ich komm gleich wieder. Oh, Mann. Okay, Jimmy und Niki, ihr solltet jetzt nach Hause gehen, okay? Na schön, okay. Aber du musst mir eins versprechen, Brexy. Hm? Wenn da was Schlimmes rauskommt, dann machst du's kaputt. Okay, versprochen. Ich lass die nicht raus. Odi, beeil dich mal. Ich will schlafen. Ja, geh doch einfach schon mal. Ich bin nur am Kacker machen. Oh, Mann. Okay, schließt du dann die Türen? Ja. Okay, Leute. Ich bin wirklich müde geworden. Diese ganzen Experimente, die platzen meinen Kopf irgendwie. Und mein Kopf ist schon so eckig. Mir ist immer nur am Trampolin springen. Naja, egal. Ich gehe jetzt nach Hause. So. Und dann müssen wir schauen, wie sich die Eier entwickeln. Aber ich bin jetzt wirklich müde geworden. Oh, heute ist es soweit. Es sind schon ein paar Tage vergangen. Odi! Odi! Was ist, Brexia? Oh, du musst mitkommen. Heute ist es soweit. Laut meinen Berechnungen 4 mal 4 mal 4 sind... Oh, verdammt. 120! Das ist falsch. Leute, wisst ihr, was 4 mal 4 mal 4 ist? Wenn du die richtige Antwort weißt, dann schreib es unten in die Kommentare und lass ein Abo da, damit ich sehen kann, wer richtig lag. Naja, egal. Heute ist es auf jeden Fall soweit, Odi. Die Eier schlüpfen. Wie cool. Willst du mitkommen? Ich muss noch ein paar Sachen erledigen, Brexy. Lieber nicht. Oh, komm schon. Du warst lange nicht da. Komm mit. Let's go. Oh. Okay. Leute, ich bin so gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt, was da geschlüpft ist. Oh, wir müssen direkt zu meinem Labor. Oh, komm schon. Und bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1 und aufmachen. Brexy, du bist so ein dummer Wissenschaftler. Es hat gar nicht funktioniert, was du da schlüpfen lassen wolltest. Das kann nicht sein. Meine Berechnungen haben gestimmt. Das müsste... So, hier, siehst du das? Das hätte heute... Da ist ein Fehler, du Doofkopf. Nein, 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 das hätte heute sein müssen. Wartet mal, wo sind die Eier hin? Die Eier sind nicht mal da. Das heißt, wenn sie geschlüpft wären, wären da doch die Eier noch irgendwo zu sehen gewesen sein. Oh, denkst du, die sind abgehauen, Brexy? Nein, das heißt, jemand hat sie geklaut, Odi. Oh, das war bestimmt Jimmy. Meinst du? Bestimmt. Der war doch so abgeneigt von den Dingern. Bestimmt hat der die, weiß schon, erledigt. Du hast recht, wartet mal. Wartet mal, erinnert ihr euch noch, wo Jimmy gesagt hat, dass ich die Eier umbringen soll? Und als er sich vor meinem Labor so auffällig verhalten hat... Du hast recht, wir müssen zu Jimmy. Sag ich doch. Jimmy, du Blödmann. Du hast mein Experiment in die Luft gejagt. Jimmy, mach die Tür auf. Oh, ist mir egal, ich gehe jetzt rein. Ich bin nicht zu Hause, Brexy. Odi, such die Eier schnell. Okay. Die müssen hier irgendwo sein. Ich hab Ei. Nein, das ist... Oh, das ist kein Ei. Das ist ein Hühnerei. Oh Mann, ey. Der hat hier nichts mehr, Brexy. Wo ist der denn? Wir müssen nach oben. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Ich wollte euch die seltensten Eier in meinem...
Minecraft zeigen. Und jemand hat sie geklaut. Oder ich gehe jetzt zur Polizei und mache eine Anzeige, okay? Okay, Braxia. Bis später, tschüss. Nicht traurig sein. Doch, ich bin traurig. Diese Eier findet man in Minecraft super selten. Okay, ich wünsche dir viel Glück, Braxia. Danke. Ich gehe jetzt zur Polizei und sag denen alles. Und vielleicht finden die TV-Eier. Das wäre so cool, Mann. Oh, hier bin ich. Polizei, Polizei. Hallo, Herr Polizist. Hallo, Braxia, was ist denn dein Problem? Ich möchte eine Anzeige machen. Jemand hat meine TV-Eier beklaut. TV-Eier? Gibt's das überhaupt? Ja, das sind die seltensten in Minecraft. Das wollte ich meinen Zuschauern zeigen. Aber ich wurde beklaut. Aha, und haben Sie irgendjemand Verdächtiges? Jimmy! Jimmy Orange! Der orangene Jimmy! Der furchteinflößende! Der Unbekannte! Okay, dann geh ich den jetzt mal knüppeln. Okay, Sie wissen schon, was Sie machen. Genau, sonst noch irgendwelche Beweise? Nee, das ist nur eine Vermutung. Wer wusste denn noch von den Eiern? Odi, aber der ist gerade erst zurückgekommen. Der würde sowas niemals machen. Er ist mein bester Freund. Und Niki. Niki ist, glaube ich, nicht fähig dazu. Also muss es ja Jimmy sein. Glaube ich auch. Na los, dann zu Jimmy. Okay, tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, die Polizei ist hier richtig unfähig. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Und wenn du mir hilfst, heute herauszufinden, wer meine TV-Eier geklaut hat, dann darfst du das nächste Mal 100% mitspielen. Und hast aber auf jeden Fall ein Abo da. Okay, ich muss jetzt erstmal nach Hause. Vielleicht schafft es die Polizei ja. Aber wir müssen es auf jeden Fall auch selbst in die Hand nehmen. Weil die Polizei, ihr wisst schon, die sind ein bisschen blöd. Die kriegen eigentlich nie was hin hier. Oh Mann, Leute, es ist schon dunkel und die Polizei hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Schaut mal, es ist mitten in der Nacht und Odi. Macht Odi denn da? Odi hat doch immer nachts Angst. Warum geht er jetzt raus? Er war doch immer der Schisser. Irgendwas stimmt da nicht. Wartet mal, wir müssen uns das Ganze mal beobachten. Hat er seine Tür offen gelassen? Wir müssen mal zu Odi. Vielleicht hat Odi meine TV-Eier geklaut. Oh nein, das war er bestimmt nicht. Ich muss die Tür aufkriegen. Oh, komm schon. Okay, so, jetzt müssen wir ganz kurz hier reingucken. Wenn mich Odi erwischt, dass ich hier bin, wird er richtig traurig sein. Auch nicht. Wir müssen nach unten gehen. Was ist hier los? Was ist hier los? Lass mich raus. Es war Odi. Warte. Komm raus. Komm da raus. Du hast mich gerettet. Du bist das TV-Ei. Du bist noch ein Kind. Ist das dein Papa? Papa geht's nicht gut. Warum sagt er denn nichts? Papa in Entwicklung gerade. Dein Papa entwickelt sich noch? Oh Mann. Aber du mich adoptieren, bitte. Odi war das. Oh nein, Odi hat meine... Odi kennst du nicht. Warte mal, wir müssen dieses ganze Wasser hier wegkriegen. Wasser lecker. Nein, nicht trinken. Hier muss es doch irgendwas geben. Oh Mann. McDonald's war so lecker. Jetzt geh ich erstmal nach Hause. Odi, Papa. Versteck dich oben. Ja, versteck dich da. Hallo, Odi. Was machst du in meinem Haus? Du fragst mich, was ich in deinem Haus mache? Was machst du in meinem Haus, Braxia? Warum hast du meine seltenen TV-Eier geklaut? Ich hab's genau gesehen. Komm nach unten.
Ich hab alles geklaut. Ja, schau mal. Yeah. Erklär mir das sofort, Odi. Braxi, das war Jimmys Schuld. Jimmys Schuld? Jimmy hat damit nichts zu tun. Doch wirklich, ihr habt gesagt, die werden uns alle aufessen und dann habe ich die hierher gesperrt. Aber dann hast du die selber geschlüpft, du Dummkopf. Was soll ich denn jetzt machen? Alles deine Schuld, weil du... Papa! Was ist Papa. Das denn? Papa! Wir werden deinem Papa helfen. Alles ist gut. Er wird sich bestimmt gleich melden. Papa! Sind die nicht geschlüpft, Braxi? Sind die nicht gefährlich? Das weiß ich doch nicht. Deswegen hättest du sie doch niemals alleine schlüpfen lassen sollen. Okay, warte. Wir müssen jetzt... Hä? Papa! Oh, Hilfe! 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 Papa. Hilfe! Was der im Pinken ist verrückt! Hilf mir, mein Kind! Papa! Was hast du getan, Odi? Der liegt, Rex! Ich hab gar nichts getan! Komm da raus! Wir müssen Papa. Alle schnell hier hoch! Er ist verrückt! Rexy, nein! Die gehören mir! Nein! Lauf raus! Odi! Komm schon, Odi. Komm zu mir. Gelbe Haus. Ab ins Gelbe Haus. Aua. Odi, du bist verrückt geworden, Mann. Was ist los mit dir? Das sind meine. Fernseher. Du wirst es doch bereuen, Braxi. Die werden dich zerstören. Nein, werden sie nicht. Odi, das war wirklich gemein von dir. Du hättest sie niemals schlüpfen lassen sollen. Wir wissen doch gar nicht, ob die gut oder böse sind. Wir sind böse, Braxi. Ich bin dein bester Freund. Vertrau mir. Schau mal. Dreh dich mal um, wie viel Fernseher die hier machen. Fernseher. Oh. Egal, ich krieg das hin, Odi. Ich krieg das alles wieder hin. Geh nach Hause. Was denkst du Blödmann? Du brauchst mich nicht nach Hilfe fragen. Oh Mann. TV-Mann und TV-Kind? Fernsehen! Ja. Könnt ihr aufhören, so viele Fernseher zu platzieren? Fernsehen! Hört sofort auf damit, oder ich bringe euch wieder zurück, wo ihr wart! Nein! Kein TNT! Ich hab euch doch geholfen! Braxi ist lieb! Ich helfe euch! Also hört ihr auf mich, richtig? Banane! Okay. Was passiert hier gerade? Oh, mein Kopf! Aua! Ah, mein Kopf, das ist so laut! Hilfe! Braxi! Aufstehen, du Doofkopf! Was ist passiert? Warum? Braxi, deine TV-Leute sind durchgeknallt! Mein Haus an! Oh nein! Warum tun die das? Ich hab's dir doch gesagt, die sind böse! Hört auf damit! Hört sofort auf damit! Oh nein! Hört auf damit! TV-Mann! Hey! Hallo! Hört doch mal jetzt auf damit! Was? Odi böse, hat Papa wehgetan. Oh nein, Odi, komm schnell mit zu mir. Beeil dich, lauf. Odi, komm. Oh nein, die drehen völlig durch. Schnell. Komm. Mach die Tür zu. Ich weiß, Odi. Du bist gerade gekommen und die haben dein Haus kaputt gemacht. Aber wir kriegen das hin, okay? Versprochen. Ich muss mir was einfallen lassen. Sei jetzt bloß nicht böse. Das ist deine Schuld. Das ist keine Schuld, weil du so Eier hochgeholt hast, du Blödmann. Und du hast dich schlüpfen lassen. Jetzt ist mir so schlecht. Ich muss pupsen. Hör auf damit. Leute, das war's mit dem Video. Wir müssen unbedingt herausfinden, wie wir die zwei wieder loswerden. Wenn ihr eine Idee habt und mitmachen wollt und uns helfen wollt, Odis Haus aufzubauen, dann lasst jetzt ein Like da und ein Abo und wir suchen uns ein paar Leute aus. Vergesst nicht, meine Freunde abzuchecken, die sind alle unten in der Videobeschreibung. Und checkt gerne noch diese zwei Videos ab, die drehen völlig durch. Odi, weißt du, was das heißt? Braxi! Los, Leute, abonnieren! Braxi!
abonniert. Braxi, bitte.